ich baue das hier zu. Auch wenn ich hier im Endeffekt nie längs laufen werde, so weiß ich dann trotzdem immer, wenn ich da unten längs laufe, da hast du das und dies und jenes vergessen und wetten, ich habe schon wieder zu wenig. Ja, natürlich habe ich zu wenig. Aber jetzt sieht das hier schon wesentlich besser aus. Alter, wo kommt der her? Ich dachte, das ist hier ausgeleuchtet. Hier durch. Ich höre hier einen Zombie planschen. Hier irgendwo hinter der Mauer oder so. Ich muss ja echt mal gucken, ob es hier oben drumherum Höhlen gibt und die dann quasi beleuchten. Da zum Beispiel, da kann man sehen, da ist Lava. Auf der Minimap eben. Außerdem dieses Licht da, das ist so verdächtig. Dann halt damals bei Minecraft so, ich will nicht sagen durchgeschummelt, aber du hast halt mehr oder weniger, eher weniger als mehr. Was wollte ich denn jetzt? Fackeln. Ja, Fackeln. Habe ich hier noch Fackeln drin? Nö. Sorry, ich musste kurz mal ein bisschen. Boah, okay, gut, da haben wir noch. Da habe ich ja noch Stein gebrannt. Wie praktisch. Du kämpfst wie eine Kuh. Oh, und es wird Nacht. Hauen wir uns mal eben aufs Ohr. So. Habe ich ganz vergessen zu gähnen. So, dieses quasi so, ich muss ja mitacten. So im Sinne von, naja, hier, der Minecraft-Typ, das bin ja ich. Quasi persönlich. Jetzt habe ich vergessen, was ich wollte. Können wir eigentlich auch mal. Diamanten. Oh ja. Schöne Diamanten. Ich wollte das Rotten Flash ja irgendwie weglegen. Gehört das in die Kiste? Ja. Zack. Und dann mal eben kurz weiterbauen. Hier bin ich. Ich fange irgendwie immer alles an und mache nichts. Und Fackeln habe ich auch nicht geholt. Grummel, 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 grummel. Grummel, 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 grummel. Kennt ihr ja. Dieses Gegrummel, wenn jemand so wütend. Nicht wütend, sauer. Hier könnte eine Fackel hin. Ja, der ist hier direkt hinter der Wand wahrscheinlich. Gucken wir mal. Nö. Da ist er. Wow, und Wasser. Okay. Die Fackel kann ich mitnehmen. Da ist tatsächlich eine Höhle direkt dahinter. Ach. Okay, gut. Du musst sterben. Du musst sterben, du. Alter. Fackel? Ich habe eine Karotte von dem gekriegt. Ich brauche jetzt erstmal. Nein, die Fackel. Ich muss jetzt erstmal kurz versuchen, da zu beleuchten, damit da nichts mehr spawnt. So. Okay. Da spawnt jetzt hoffentlich nichts mehr. Das heißt, ich kann jetzt. Nee, nicht Bricks. Ah, weg.
So. Die Karotte kann ich nicht mitnehmen. Gehen wir erstmal nach unten. Ah, hier, praktischerweise, das Wasser fließt exakt nur da rein in dieses Loch. Also es fließt zum Loch hin und das war's. Das ist so lustig an Minecraft-Wasser. Es fließt, also da gibt es ganze Videos drüber, über Minecraft-Wasser. So, da kannst du eine Stunde drüber referieren, wie Minecraft-Wasser fließt. Weil es ist so, Minecraft-Wasser wird magisch von Löchern angezogen. Das ist quasi, man könnte sagen, das Minecraft-Wasser ist männlich. Es fühlt sich von dunklen, schwarzen, feuchten Höhlen angezogen. Von Löchern im Boden. Ja gut, das war jetzt ein bisschen zu pervers hier. Ich möchte ja schließlich nicht das Nivea meines Kanals so weit runterziehen. Ups. Okay, da ist ziemlich dunkel. Ups. Da könnte was spawnen, glaube ich. So. Noch nicht wirklich im Rentenalter und schon leide ich an Gedächtnisverlust. Kann ja nicht angehen. Fleisch, weg damit. So. Das hier wesentlich schöner aus. Ich will ja, dass das Ganze, also wenn die Treppe, die soll ja so offen da bleiben. Ich weiß nicht, vielleicht mache ich da auch noch mit Slabs so ein bisschen was, damit die so ein bisschen, ja, damit man hier auch quasi außerhalb der Treppe hochlaufen kann. Hm, das sieht irgendwie komisch aus. Den Rand hier müsste ich auch noch umgestalten.
keine setzen. Kommt der Stein hin, genau wie da der Stein hinkommt. Und auch da kommt ein Stein hin. So, jetzt aber. Zack. Ja, jetzt ist alles hübsch. So, also. Ja, wo war ich thematisch? Ich habe irgendwie Starbound angefangen. Ich habe mit Minecraft angefangen in dieser Aufnahme. Ich habe mit allem angefangen und ich habe nichts zu Ende gelabert. Hm, ja, schön. Da sieht man mal wieder. Außerdem hatte ich noch irgendwelche Themen. Also, eigentlich wollte ich ja anfangen mit Starbound. Dann kam mir so die Idee, bei Starbound gibt es ja einen 3D-Drucker. Und jetzt habe ich letztens in den Nachrichten gehört, es gibt eine Firma, die will gratis 3D-Drucker, also sagen wir es, nee, ich muss es anders erzählen. 3D-Drucker, weiß nicht, kennt ihr vielleicht 3D-Drucker, damit kann man sich so Gegenstände ausdrucken, so was weiß ich, keine Ahnung, eine Zahnbürste oder irgend sowas. Und da gibt es dann eine Firma, die will gratis 3D-Druckvorlagen anbieten. Da kann man sich dann also, na? Da kann man sich dann also, der hier fehlt noch, kann man sich dann also 3D-Vorlagen runterladen und die dann ausdrucken. So, das muss hier auch noch hübscher. So. Das sieht natürlich irgendwie jetzt komisch aus, wenn ich den nicht auch noch zumache. So. Also wie gesagt, 3D-Vorlagen bieten die an. Die kann man sich dann entsprechend ausdrucken. Und ja, super. Alles toll, alles schön. Nur gibt es da dann ein... nehme ich auch gerne da hinten noch, da drunter noch bauen. So. Cobblestone habe ich immer noch nicht. Alter, ich bin so, es sind so viele Sachen hier zu machen. Ich komme einfach zu gar nichts. 3D-Drucker, genau. 3D-Drucker, da gibt es dann so schöne... Nein! Ich muss auch mal was essen. So, bei den 3D-Druckern gibt es dann so... Da gab es so eine Firma... Ach ja, genau, andersrum. Es gibt, Hör auf zu ruckeln. Es gibt da so ein bestimmtes Patent, das verhindert bisher, dass man mit 3D-Druckern auch flexible Sachen drucken kann. Also, dass man dann... Keine Ahnung. Dass man sich dann zum Beispiel so eine Art Schaumstoff ausdrucken kann. Das Lustige daran ist, da gibt es dann eine Firma, die hat dann gesagt, ja, wenn sowas kommt, dann stellen wir sofort Modelle bereit, die ihr euch gratis ausdrucken könnt, wo ihr dann super tolle Sachen drucken könnt. Zum Beispiel, und jetzt kommt es, ein Damenslip mit integrierter Damenbinde. Ja, ist klar.